Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Otto.de, weil ihr so gerne bei Otto.de auch bestellt, was ihr eigentlich nicht solltet, zumindest in den meisten Fällen. Aber gut, sei mal dahingestellt. Es geht um den Kiebel Cobra 3 Gaming PC, AMD Ryzen 5, bla bla bla, das ist einfach nur die technischen Daten, für 969 Euro. Die Sache ist die, denselben PC gibt es auch auf Kiebel direkt und auch noch ein bisschen günstiger. Hier ist auch schon Cobra 3 Ryzen 5 GTX 1660 Super für 939 Euro. Das heißt, ihr könnt nochmal 30 Euro sparen, wenn ihr den direkt bei Kiebel kauft. Wer natürlich über Otto oder ähnliches finanzieren möchte, kann das gerne tun. Ich zeige euch jetzt erstmal, ob der PC taugt oder nicht. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 Euro. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wir machen das in dem Fall über die Keyable-Seite, weil ich hier die Konfiguration besser sehen kann. Und wir starten direkt mit dem Gehäuse, das ist ein ATX MIDI KV. In dem Fall von Intertech IT3306 KV Acrylfenster. Ja, ich mag diese Intertech-Gehäuse in dem Preissegment nicht so, weil das halt schon haptisch ziemlich viel Plastik ist. Klar, es hat eine Seitenscheibe, aber die sind qualitativ nicht so hochwertig, auch mit dem Kabelmanagement, was euch erstmal egal sein kann natürlich, wenn ihr daran sowieso nicht rumschraubt. Aber ich finde sie jetzt nicht so toll. Reicht natürlich in der Preisklasse erstmal aus. Ihr könnt ein großes Mainboard einbauen. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten habt ihr einen Netzteilschacht. Die Kabel werden einigermaßen gut verdeckt. Aber ihr seht hier auch schon an dem Spaltmaß zu der Rückplatte, es ist nicht so viel Platz da, um die Kabel später zu verlegen, falls ihr noch was nachrüsten wollt. Dann hat das Gehäuse vorne noch einen RGB-Streifen und einen Lüfter. Ja, das ist in Ordnung. Ich bin davon nicht so überzeugt. In dem Preissegment kann man nichts anderes erwarten. Kostet 33,87 € bei Mindfactory. Als Prozessor, wie soll es anders sein? AMD Ryzen 5 3600. Ja, ich ratter es immer wieder runter. Der ist ja so ziemlich in jedem günstigen System drin. Der ist auch in Ordnung, der Prozessor. Zum Streamen ist das so eine Sache. Da würde ich lieber über die Grafikkarte rendern, weil der dann schon bei CPU-lastigen Spielen ziemlich an seine Grenzen kommt. Hat eine TDP von 65 Watt, sprich ihr braucht keinen so großen Lüfter. Und unterstützt 3200 MHz DDR4 RAM. Dazu kommen wir noch. Das ist nämlich ein Thema bei diesem System. Kostet 199 Euro bei Xtreme Digital. Hier nochmal eine Info zu dem Kühler. Wir hatten bei dem Ryzen eben die Box-Variante genommen, weil da die Box-Kühler-Variante auch schon drin ist, die hier auch verbaut wird. Ihr solltet dann vielleicht sogar einen Pyrog 2 nehmen, der wird nicht so laut. Die Boxlüfter werden verhältnismäßig sehr laut, kann ich aus Erfahrung sprechen, hatte ich selber bei mir auch schon drin. Kostet natürlich auch wieder 42 Euro extra, was ziemlich teuer ist, weil der so um den Dreh 30 bis 35 Euro kostet normalerweise. Klar, die bauen es noch um, weil sie die Systeme fertig da stehen haben. Aber die sparen sich auch irgendwo einen Lüfter noch ein, ne? Trotzdem würde ich das lieber machen an eurer Stelle, falls ihr euch diesen PC wirklich holen wollt. Jetzt kommen wir zu dieser Thematik mit dem RAM. Das scheint irgendein RAM zu sein von ADATA, G-Skill, Crucial, Corsair. Ich glaube nicht, dass die Crucial oder Corsair verbauen. Das wird wahrscheinlich ADATA sein. Man sieht sie auch schon auf dem Bild. Das ist jetzt nicht so ein fancy RAM, wie ihn jeder in seinem System haben möchte, sondern wahrscheinlich sogar so ein grüner mit 2666 MHz. Das ist extrem schade. Ich meckere ja schon, wenn sie 3000 MHz verbaut haben. 2666 ist schon so eine Sache. Immerhin Dual-Channel. Hätten sie jetzt Single-Channel genommen, hätte ich das System komplett auf den Müll geworfen. So geht es noch einigermaßen klar. Wir nehmen jetzt natürlich trotz alledem den G-Skill Aegis, weil er könnte es ja sein. Das lassen die sicher offen. Das ist ja wie gesagt so ein Thema mit 2666 MHz. 16 GB reichen der Preisklasse natürlich völlig aus. Wie gesagt, die Taktung ist schade, aber was soll man machen? Kostet 56,90 € bei Equipper. Dann haben wir hier noch eine Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Naja, Raytracing fällt damit schon mal raus. Die Grafikkarte reicht natürlich zum Full-HD-Gaming von etwas nicht anspruchsvollen Spielen. Sagen wir jetzt mal Valorant, Overwatch oder Counter-Strike. Sobald ihr in Richtung AAA-Titel geht, wird es schon ziemlich eng. Ich zeige euch gleich nochmal einen FPS-Vergleich bei einem YouTube-Video. Ihr kennt mich ja. 6 GB ist auch so ein Thema für sich. Wie gesagt, bei AAA-Titeln wird es dann ziemlich eng. Die wollen meistens schon 7 bis 8 GB haben, wenn nicht sogar noch mehr. Grafikkarte hat eine TDP von 125 Watt. Das ist jetzt auch nicht viel. Deswegen wird das Gehäuse wahrscheinlich ausreichen, auch vom Airflow. Kostet sagenhafte 499 Euro bei Alternate. Der Preis ist viel zu überzogen. Das ist schon krass. Ich zeige euch gleich auch noch eine kleine Alternative. Als Mainboard haben wir das MSI A320 M-A Pro Max.
Es ist mal wieder ein MicroATX Mainboard. Ich mag die Dinger nicht. Ihr wisst, ich möchte gerne ausgewachsene Boards haben. Wie gesagt, ich zeige euch gleich noch eine Alternative. Da ist ein ausgewachsenes Board drin. Geht ja auch um die Erweiterbarkeit. Bei diesem Board keine gekühlten Spannungswandler, nur zwei RAM-Bänke. Ist für die meisten ausreichend. Natürlich, ich wünsche mir immer vier zum Erweitern. Dann kommt hier die Grafikkarte rein und den Slot werdet ihr wahrscheinlich noch niemals mehr nutzen können, um irgendwie eine WLAN-Karte oder ähnliches reinzustecken, weil die Grafikkarte den überdeckt. Ein M.2-Slot haben wir auch noch. Der wird natürlich besetzt von der Festplatte, die in diesem System verbaut ist. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Netzwerkanschluss. 7.1 hat dieses System auch, wenn ihr die Frontanschlüsse beim Gehäuse mitbenutzt. Zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0, HDMI und DVI werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und PS/2-Anschluss für Tastatur und Maus werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, vor allem nicht bei so einem Mainboard. Naja, man kann leider in dieser Preisklasse nichts anderes erwarten. Es ist aber wirklich schon sehr viel eingespart. Und vor allen Dingen, der A320M-A-Chipsatz unterstützt keine Ryzen 5000, auch nicht mit BIOS-Update. Sprich, wenn ihr später mal einen Ryzen 5000, also aus der 5000er-Serie, reinbauen wollt, 5600 oder 5800, funktioniert bei diesem Board nicht. Frisst es absolut nicht. Da braucht ihr mindestens B450 für. Kostet auch gerade mal 39,99 € bei csvdirekt.de. Als Festplatte haben wir eine M.2 SSD, 1000 GB, da wissen wir auch nicht genau, welcher Hersteller es ist. Es ist aber nur eine SATA-Festplatte. Die kann nur 520 MB die Sekunde lesen und 500 MB schreiben. Bei den anderen PCI Express 3.0 oder 4.0 Festplatten sind es ja schon so um die 2 GB die Sekunde, sogar 5 oder 7 GB die Sekunde, je nachdem was man da hat. Hier haben sie wieder ordentlich gespart. Wir nehmen in dem Fall einfach mal eine Western Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 1 TB mit 560 MB lesen und 530 MB schreiben. Das ist zwar jetzt ein bisschen mehr, aber das macht den Braten auch nicht fett. Kostet sagenhafte 93,54 € bei Mindfactory, die ist echt teuer. Ja, normale Festplatten haben wir in diesem System nicht. Die drei Stück, die jetzt noch verbaut werden könnten. Wir haben auch kein Laufwerk, das ist natürlich dem Gehäuse geschuldet. Kein WLAN und ein 520 Watt ATX-Netzteil. Schon mal eine ziemlich krumme Zahl. Hier steht auch Nennleistung 500 Watt. Deswegen weiß ich nicht, wo sie diese 520 Watt hernehmen. Wir nehmen dafür einfach mal das Kolin Core C500 500 Watt. 500 Watt reichen in diesem System natürlich völlig aus. Solltet ihr später auf den Gedanken kommen, eine größere Grafikkarte einzubauen, zum Beispiel eine 3080 oder ähnliches, wird das zu knapp. Das wird das nicht mehr packen, das Netzteil. Vor allen Dingen nicht bei Leistungsspitzen. Also dieses System ist wirklich ein Grundsystem und ist auch scheinbar nicht dafür gedacht, dass man hinterher irgendwas erweitern kann. Kostet 30,27 € bei iPonShop. Monitor ist nicht dabei, Betriebssystem ist auch nicht mit dabei, kein Office-Paket und kein Antivirus. Das ist schon mal okay, auf Antivirus kann man verzichten, weil Windows 10 einen guten Job macht mit dem Windows Defender. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor, der RAM-Speicher, Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil, und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 952,57 €, das System soll kosten. Im Falle von Keebel 939. Das ist natürlich auch den Grafikkartenpreisen geschuldet. Das System ist jetzt nicht zu teuer, sie ziehen euch damit nicht ab. Die Grafikkarte ist wie gesagt viel zu teuer, allgemein, wenn man sie sich jetzt so kaufen will, da kann Keebel nichts für. Aber ich finde dieses System schon hart an der Grenze. Ihr könnt damit spielen, ihr könnt damit Overwatch und Valorant und so spielen, kein Problem. Der RAM-Speicher ist natürlich wirklich so eine Sache. Die Festplatte, da haben sie sich auch wieder einen weggespart. Ich weiß auch nicht, warum die so teuer ist, wenn das wirklich nur eine SATA-Festplatte ist und keine PCI Express. Eine grundsätzliche Empfehlung kann ich hierbei echt nicht rausgeben. Es ist wirklich sehr, sehr hart an der Grenze, ne? Also ich habe ja einiges angesprochen eben. Ich zeige euch jetzt auch nochmal einen kleinen FPS-Test, was das so angeht. Hier haben wir wirklich die 1660 Super mit dem Ryzen 3600 in 60 Spielen getestet. Das sind die höchsten Einstellungen auf 1080p, also Full HD, die Benchmarks. Man muss dazu sagen, er verwendet hier aber Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB RAM, 4x8 GB, 3600 MHz. Das sind fast 1000 MHz mehr auf dem RAM. Also ihr müsstet schon noch ein paar FPS abziehen bei den Ergebnissen, die ihr hier seht. Nur ich habe auch partout kein Video gefunden, was wirklich so langsam RAM verbaut mit der Kombination mit dem Prozessor und der Grafikkarte. Tut mir leid, das macht kein Mensch. Doch Keebel macht das. Kurze Erklärung, hier habt ihr mal die durchschnittlichen FPS. Hier steht es ja auch schon im Titel, auf den höchsten Einstellungen Full HD. Wir schauen uns das jetzt mal an. Battlefield 5. Seid ihr im Durchschnitt immerhin bei 88 FPS, also 60 FPS sollten es natürlich Minimum sein. Schauen wir uns zum Beispiel Crysis 3 an, sind wir bei 53 FPS. Das ist schon hart an der Grenze, aber das funktioniert noch. Bei Need for Speed Heat habt ihr immerhin 73 FPS. Aber ihr seht schon, selbst wenn ihr jetzt einen 144 Hertz Monitor hättet, würde euch das nicht sonderlich viel bringen, weil der noch niemals mehr über die 100 FPS kommt. Ja, Rocket League ist jetzt natürlich wirklich so ein Spiel, das läuft auf jedem Toaster, 270 FPS. Da bringt euch euer Monitor dann doch was. Da muss ich das mal eben zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Bei solchen Billigspielen funktioniert das tatsächlich noch.
Schauen wir uns Black Ops Cold War an. Seid ihr so bei 85 FPS? Wie gesagt, ihr müsst vielleicht noch ein bisschen was abziehen wegen dem RAM. Overwatch funktioniert natürlich, hat sogar 136 FPS. Borderlands 3 ist auch knapp an der Marke der 60 FPS mit 64. Bei Control, da wird es schon ziemlich knapp mit 46 FPS. Assassin's Creed Syndicate, das ist jetzt wieder so ein AAA-Titel, wo ich schon drüber gesprochen habe. 51 FPS, das geht natürlich noch klar zum Zocken. Aber sobald ihr natürlich über Full HD hinausgeht, wird es wirklich sehr, sehr eng. Hier haben wir auch so ein AAA-Titel, Watch Dogs Legion, läuft so auf 36 FPS. Rainbow Six Siege läuft natürlich auf 130 FPS, ist jetzt auch grafisch nicht so anspruchsvoll. Und was vielleicht einige noch interessiert, ist Rust mit 71 FPS. Jetzt kommen wir nochmal zu der Alternative. Klar, ihr müsst ein bisschen mehr ausgeben, habt dafür aber auch ein bisschen mehr Zukunftssicherheit. Wir starten zum Beispiel mit dem MSI B450 Tomahawk Max 2. Das Mainboard hat immerhin gekühlte Spannungswandler, ist auch ein Full ATX-Port, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot könnt ihr natürlich wieder nicht benutzen, aber dafür den hier für eine WLAN-Karte zum Beispiel. Den hier für eine Capture-Card, wenn ihr das möchtet, wenn ihr zum Beispiel irgendwann was streamen möchtet und dann Mario Kart oder irgendwelche PlayStation-Spiele oder ähnliches darüber spielen wollt und das auch streamen wollt. Hier könnt ihr noch eine USB-Erweiterungskarte reinstecken, wie ihr möchtet. Von den Anschlüssen her haben wir vollwertiges 7.1, allerdings ohne Toslink. Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB-C haben wir schon mit dabei. HDMI, DVI benutzt ihr natürlich nicht. 2x USB 2.0, PS-2 Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Hier ist ein Flash-BIOS-Button. Hat auch noch eine dezente RGB-Beleuchtung. In dem Fall nehmen wir den gleichen Prozessor. Hier haben wir allerdings eine 1TB Kingston und das ist eine PCI Express SSD, die um die 2 GB lesen und schreiben hat, anstatt 500 MB lesen und schreiben bei dem anderen System. Hier haben wir vernünftigen 3600 MHz RAM drin, wie es der Video Creator auch auf YouTube gemacht hat mit den FPS-Daten. Einen vernünftigen Lüfter mit dem Be Quiet Kühler PureRock Slim 2. Dann bekommt ihr ein ordentliches Markennetzteil, ist natürlich nur ein System Power, ist aber in der Preisklasse nun mal nicht anders möglich. Ihr könnt auch ein Straight Power nehmen mit 600 Watt oder ähnliches. Da wird es natürlich auch eng, wenn ihr in Zukunft irgendwelche anderen Grafikkarten einbauen wollt. Mit einer 2060 würde es wahrscheinlich noch laufen, 3060 auch, danach wird alles schon wieder ein bisschen eng. Deswegen seid hier flexibel, ihr könnt auch ein 600 oder 750 Watt oder ähnliches nehmen. Jetzt kommt aber der große Knackpunkt. Hier haben wir eine 8 GB ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger. Das ist aus der neuen Serie, die Einsteiger-Grafikkarte aus der 6000er Serie von AMD. Die ist deutlich besser als die 1660 Super. Ja, ich weiß, viele hassen User-Benchmark, ich eigentlich auch. Ich habe jetzt aber gerade keinen besseren Vergleich gefunden. Wenn ihr mal schaut, die hat eine Mehrleistung von 43% und 2 GB mehr Speicher, was den VRAM angeht. Damit kriegt ihr deutlich bessere FPS-Ergebnisse, ihr könnt sogar in WQHD zocken. Auch die aktuellen AAA-Titel laufen damit einigermaßen, wenn ihr die jetzt nicht voll auf Anschlag ballert, was die Texturen und so angeht, ne? Klare Sache. Die kostet sogar nur 70 Euro mehr als die andere, die wir eben bei Geizhals gefunden haben. Und die ist um einige Generationen neuer. Das will ich wirklich dazu gesagt haben. Und meiner Meinung nach auch ein besseres Gehäuse, das Kolink International Observatory Light Mesh. Das verbauen ja auch einige PC-Hersteller. Für 58 Euro, anstatt eben waren das glaube ich knapp 40 Euro. Da kommt ihr auf einen Gesamtpreis von 1126 Euro. Wenn ihr euch das selber zusammenbauen zutraut, könnt ihr das System natürlich so übernehmen. Ich werde den Warenkorb auch unten in die Beschreibung reinpacken. Gebt diese, sage ich mal, 200 Euro ruhig mehr aus. Das lohnt sich wirklich. Da seid ihr auf jeden Fall sicherer unterwegs mit und könnt in Zukunft sogar noch die 5000er-Reihe zum Beispiel von AMD verwenden oder ähnliches oder eine bessere Grafikkarte einbauen. Wenn ihr das Netzteil noch ein bisschen höher anpasst, klar, dann wird es wieder ein bisschen teurer. Wenn ihr das System so haben wollt, wie es hier steht und das nicht zusammenbauen könnt, dann nehmt den Service von Mindfactory vielleicht in Anspruch für 150 Euro fürs Zusammenbauen oder stellt diese Config vielleicht sogar nach bei Dubaro oder Agando oder One.de. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen günstiger. Alles in allem muss ich sagen, ich kann dieses System leider so nicht empfehlen. Es reicht natürlich für die Einsteigerspiele, aber ihr könnt in Zukunft nichts mehr damit machen. Ihr steht dann natürlich dann da, nach 3-4 Jahren wollt ihr ihn verkaufen und keiner will das Ding haben, weil sie da nichts mehr erweitern können. Ist halt blöd. Man muss auch immer so ein bisschen an den Wiederverkaufswert denken. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist das letzte Mal in dieser Atmosphäre hier. Wir werden jetzt nämlich umziehen die nächsten Tage und dann werdet ihr auch einen anderen Hintergrund sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.